Die Feuerwehr Bitterhausen wurde heute Morgen um ca. 4.30 Uhr auf die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe Industriegebiet Ost, Parkplatz Bitterhausen, zu einem Verkehrsunfall mit eingegebener Person alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Die Aufgabe der Feuerwehr war die Rettung und die Befreiung der eingeklemmten Person und die Übergabe an den Rettungsdienst. Die Rettung verlief nach einem standardmäßigen Vorgehen der Feuerwehr im Bereich der technischen Hilfe. Weitere Herausforderungen oder Schwierigkeiten haben nicht bestanden. Die Zufahrt zur Einsatzstelle und auch die Rettungsgasse war gegeben. Es wurde eine schwer verletzte Person an den Rettungsdienst übergeben. Der Rettungshubschrauber wurde aufgrund der Verletzungen vom Rettungsdienst angefordert. Die Feuerwehr Bitterhausen war mit 2 Löschfahrzeugen und ca. 25 Mann hier an der Einsatzstelle. Die Feuerwehr Urbach in Bereitstellung mit einem Löschfahrzeug, ebenfalls hier an der Einsatzstelle.